herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Spielhauswachtel. Heute erfahrt ihr, wie ich mich auf meine Wachtelküken vorbereite. Für eine vernünftige Kükenaufzucht braucht man auch ein vernünftiges Kükenheim. Deshalb werde ich jetzt diesen Kleintierkäfig reinigen. Der Aufzuchtstall ist jetzt gereinigt. Jetzt geht's ans Einrichten. Ich verwende Küchenrolle als Unterlage, da die Küken sonst ausrutschen und das Einstreu fressen könnten. Ich verwende zur Kükenaufzucht eine Wärmeplatte. Bei einer Rotlichtlampe können bestimmte Wachtelfarbschläge bleibende Schäden davontragen. Sie können zum Beispiel erblinden. Ganz wichtig ist es, eine Kükentränke zu verwenden. Denn bei anderen Tränken könnten Küken reinfallen und ertrinken. Ich verwende als Futtertrog einen Deckel von einem Becher. Es ist wichtig, ein hochwertiges Wachtelkükenfutter zu verwenden. Am besten eins mit einem Rohproteingehalt von 26-28%, da sich sonst der Legedarm nicht richtig entwickeln kann und ihre Wachteln später kaum Eier legen werden. Jetzt kommt noch das Gitter auf das Unterteil, denn die Küken können schon mit wenigen Tagen aus dem Stall hüpfen. Wie man sieht, wird das Video im Keller gedreht. Natürlich werden die Wachtelküken nicht im Keller aufgezogen, da sie auch UV-Strahlung brauchen. Einen Daumen hoch und ein Abo nicht vergessen.